mit Dominik Disselberger. Im letzten Lauf, im fünften Lauf, sechs Leute mit dabei. Zuerst der deutsche Debütant Simon Hechler, 8058, hat er auch schon gemacht, 23 Jahre jung. 10,62 Bestzeit. Neben ihm Dominik Distelberger, der hoffentlich schon wieder ziemlich im Vollbesitz seiner Kräfte ist nach seinem Bänderriss. Das ist noch Simon Hechler auf Bahn 1. Der Außenseiter, vielleicht der noch am wenigsten gefährlichen im Blick Richtung Olympia im Sechserfeld der deutschen Starter hier. Dominik Distelberger, 7840 hat er schon gemacht, ganz große Auftritte schon in Götzis erlebt. Sein dritter Start hier, Leistungsbestätigung. Olympia hat er gar nicht mehr, sagt er selber, so ein Programm, das könnte wahrscheinlich zu deftig werden. Aber im Hinterkopf, mal schauen. Und das ist vermeintlich der schnellste Mann hier in Götzis. Damien Warner aus Kanada, der schon 10,41 gelaufen ist. 8.102 Punkte, hat also in anderen Bereichen ein paar Schwächen, aber er ist pfeilschnell. Gilt auch für Rico Freimuth, großer Name. Papa Uwe war Olympiasieger. Im Zehnkampf, dann haben wir den dritten Kubaner, Jordanis Garcia, 8.496 Zähler der gemacht, also Kubas Numero Due, in Numero Dos wird es dort heißen. Der Kubaner mit 10,60 Bestzeit auch schon. Und schließlich Elko Sint-Nikolas, der Vize-Europameister. 10,71, ganz lockerer Bursche, der auch tief gestapelt hat gestern bei der abschließenden Pressekonferenz. Hat gesagt, 8.000 Punkte müsste drin sein. Mal schauen, wie man hier ins Olympiajahr kommt. Aber, schon gesagt, da lauert. Ist auch für die Mehrkämpfer schwert worden. Früher hat man zwei Feldstarts machen dürfen, beim dritten Mal man weg. Auch das hat es gegeben. Jürgen Hinksen bei Olympischen Spielen. Große deutsche ewigen Duell mit Daley Thompson, der auch hier in Götzis zweimal Weltrekorde gemacht hat. So, jetzt alles parat, noch einmal sammeln. Distelberger und Warner. Jetzt hat alles geklappt. Ah, kleiner Stolperer bei Distelberger, der noch nicht so richtig in den Rhythmus gekommen ist. Warner auf und davon, aber jetzt geht es auch für Distelberger ganz gut. Bleibt noch dran, Warner im Finish, 10,60. Auch leichter Gegenwind für den Kanadier, der damit den 100-Meter-Lauf gewinnt. Einen kleinen Sonderbonus für den Disziplinensieg einstreifen darf. 10,60 für Damien Warner. Ja, damit wird es nicht ganz einfach für Dominik Distelberger mit einer Zeit da unter 11 Sekunden. Also Damien Warner, 10,59 jetzt sogar korrigiert. Zuwe Freimuth stark, 10,62. Sint-Nikolas startet auch stark mit 10,77. Simon Hechler, der Deutsche, 10,89. Garcia bleibt in 10,94, fünfter Stelle. Und Dominik Distelberger, 10,99. Also hat es doch noch gepackt. Psychologisch ist die Barriere schon wichtig. Ob 11,00 oder 10,99, ist von den Punkten her wahrscheinlich nicht dramatisch, aber eine Zehnerzeit war es. Die ersten paar Meter, die waren nicht gut. Schauen Sie mal, da kommt er ganz kurz ein wenig in Stolpern, da beim vierten, fünften Schritt und reißt schon einen kleinen Rückstand auf, dann bleibt er ein bisschen dran und erst im Finish zieht dann Warner wieder weg. Bemerkenswert die Leistung von Rico Freimuth, der seine persönliche Bestleistung hier noch einmal verbessern kann. 10,79 bisher für Rico Freimuth. Wind unterstützt war er schon deutlich schneller unterwegs, aber eigentlich
ist das das Beste, was er bisher geliefert hat. 10,50 einmal mit Wind unterstützten, sprich im Zehnkampf über 2 Meter Wind oder im Sprint